Hallo, Freunde des ultraliberalen Kettensägenkapitalismus mit argentinischen Charakteristiken. Heute machen wir mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf das Video Argentiniens Präsident Milei auf Besuch in Berlin. Das wurde von der Tagesschau veröffentlicht. Die Tagesschau ist Teil des umstrittenen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir werden uns dieses Video jetzt mal ganz genau anschauen und mal sehen, was sie so über den argentinischen Präsidenten zu sagen haben. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, oder? Ab geht's. Gerne. Bundeskanzler Scholz hat heute den umstrittenen argentinischen Präsidenten Milei empfangen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Wirtschaftspolitik Mileis. Scholz. Ja, warum hat Milei nicht ein bisschen mit Scholz über die deutsche Wirtschaftspolitik geredet, frage ich mich. Und warum ist jetzt Milei der umstrittene Politiker und nicht Scholz? Also Milei hat viel bessere Umfragewerte als Scholz. Ja, sind alles berechtigte Fragen, ja. Ja, und inhaltlich hat es auch nicht so ganz gepasst, weil die haben, glaube ich, vor allem um den Freihandelsvertrag gesprochen, also wo Deutschland und Argentinien gemeinsame Interessen haben. Und es macht natürlich wenig Sinn, sich irgendwie versuchen, in eine Außenpolitik anderer Länder einzumischen. Ja, also ich gehe davon aus, dass er es halt kurz erwähnt haben wird, damit halt er vor seinen Sozi-Freunden sagen kann, er hat ihn darauf angesprochen oder so. Also recht viel mehr wird dann nicht passiert sein. Es mahnte an, dass sie sozialverträglich sein müsse. Argentiniens Wirtschaft steckt seit langem in einer tiefen Krise. Milei, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet, will sein Land mit einem radikalen Sparprogramm wieder auf Kurs bringen. Bei dem Treffen mit Scholz ging es auch um die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands und Argentiniens. Beide wollen sich dafür stark machen, dass die Gespräche über eine Freihandelszone zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenverbund Mercosur schnell zu einem Abschluss. Okay, da haben sie es doch noch gesagt, aber Priorität stimmt halt nicht ganz. Ja. Sie haben es so, so wie es dargestellt wäre, wäre der Hauptinhalt gewesen, dass die jetzt über die Innenpolitik Argentiniens sprechen. Auskommen. Peter Sonnenberg in Rio de Janeiro. Von dort berichtest du auch über Argentinien. Wie geht es den Menschen in Argentinien im Moment? Für die Menschen in Argentinien ist die Situation deutlich schlechter geworden im Moment unter Milei tatsächlich. Man muss aber unterscheiden zwischen den Besserverdienern, die vielleicht für internationale Firmen arbeiten oder sogar in Dollar verdienen. Denen geht es nicht schlecht. Die können auch alles kaufen. Die Supermärkte sind nicht leer. Schlecht. Junge, was redest du eigentlich? Ja, ich finde es auch geil. Die Supermärkte sind nicht leer. Ah ja, also sie haben ein funktionierendes Preissystem, ja. Ja, also ich meine, er versucht halt wieder so zu tun, als wäre halt Libertarismus und halt Liberalismus allgemein, ja, als wäre das halt so ein reiches Ding, also halt nur was für Reiche. Und also es ist, also die Tatsache ist halt, dass Miele in den Umfragen bei Leuten, die eher ärmer sind, deutlich besser dasteht als bei Reichen. Ja, also bei Mittelschicht und bei Armen steht er am besten da und bei den Reichen eher, also ist eben seine schlechteste Gruppe, wenn man es auf Einkommen betrachtet. Also Ja, weil da ganz viel Staatsadel wegfällt. Ja, und natürlich sind die damit nicht zufrieden. ja, das macht natürlich auch Sinn, dass die Leute, die in diesen peronistischen Strukturen drin sind, von denen ja nicht so begeistert sind. Und das sind natürlich die eigentlichen Reichen in Argentinien, nicht so die normale Arbeiter. Ja, das sind die, die an den Fleischtöpfen des Staates schon seit, ja, wahrscheinlich Jahrzehnten festhängen, sich da schön eingerichtet haben und ja, jetzt ist das, vorbei. Und ich habe ja vorher das, funktionierende Preissystem angesprochen, nämlich im, ja, freien Markt, da warten die Produkte auf die, Menschen und ja, je unfreier der Markt wird, desto mehr müssen die Menschen auf die Produkte warten. Und ja, wer eine wirkliche Gegenleistung bringt, die andere Leute auch kaufen wollen auf dem freien Markt, die haben auch kein Problem, damit höhere Preise zu zahlen, weil sie ja trotzdem Geld bekommen von anderen, freiwillig. Geht es denen, die in Pesos möglicherweise ihren Job verloren haben, auf der Straße sitzen? Dadurch ist die Armut stark gewachsen in Argentinien. Fast 50% aller Argentinier leben heute tatsächlich unterhalb der Armutsgrenze. Wir reden da von fast 25 Millionen Menschen. Also, dass die Armutszahlen in Argentinien war auch vor Milei. Ich glaube 46% oder 42. Also
irgendwo in diesem 40er-Bereich, ja. Also es stimmt zwar, dass die Armut etwas gestiegen ist unter Milei. Das liegt auch daran, dass die Reallöhne gesunken sind. Unter anderem auch eben wegen dieser Devaluation des argentinischen Pesos, was eben dann dazu geführt hat, dass die, ja, dass die Preise erstmal angestiegen sind und also erstmal sehr stark angestiegen sind und aber die Löhne eben sich noch nicht daran angepasst haben. Aber mittlerweile ist es so, dass sich die Löhne in Argentinien in etwa mit dem Verbraucherpreisindex mitbewegen. Und man muss auch sagen, dass so wichtige Sachen wie eben Getränke und Nahrung, da war in den letzten Monaten die Inflation deutlich niedriger oder zumindest etwas niedriger als jetzt die allgemeine Verbraucherpreisinflation. Ja, also für Essen, Getränke, der Sektor war immer etwas drunter. Also im Mai war der bei 3,2% und im Mai die allgemeine Inflation war bei 4,2%. Also immer etwas langsamer, sodass eben ärmere Leute eben sich, dass die eben mitkommen können, ja, mit den mit diesen Preisen, ja. Und eben die Löhne bleiben eben auf der Höhe, wo sie waren, beziehungsweise mittlerweile, also insgesamt sind sie gesunken unter Milei, aber mittlerweile ist die Armut wieder am Sinken, etwas zumindest. Ja, und das ist kurzfristig schlechter geworden. Das hat natürlich zwei Gründe. Das eine ist, dass es eine rückgestaute Inflation gab. Das heißt, es gab irgendwelche Mechanismen, um die Preisanpassung zu vermeiden. Damit hat der Milei zum Teil aufgeräumt, also gerade im Immobilienmarkt zum Beispiel. Und das andere ist natürlich, dass seine Einsparungen zu einer Rezession geführt haben. Die ist aber auch nur kurzfristig, bis sich die Wirtschaftsstrukturen wieder angepasst haben. Es ist halt ganz klassisch, ja, wenn man dem Crack-Süchtigen aufhört, Crack zu geben, dann muss es ihm erstmal schlechter gehen, bevor es ihm wieder besser geht, ja. Und ihm halt noch mehr Crack zu geben, also noch mehr irgendwie in der Analogie jetzt Geld in die Wirtschaft reinzupumpen, das macht das Problem kurzfristig ein bisschen besser, aber langfristig dann nur noch schlimmer. Ja, also ich meine auch, also wenn wir jetzt mal die Wirtschaftszahlen nehmen, also im ersten Quartal 2024 ist saisonbereinigt das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Quartal, also praktisch das vierte Quartal 2023 um 2,5% gesunken. Tatsache ist aber auch, dass es von 2023 Quartal 3 auf Quartal 4 auch um 2,4% gesunken ist. Also es ist in etwa im Trend der Einbruch der Wirtschaftsleistung. Und dann muss man auch sagen, dass eben halt so die höher frequenteren, also die etwas öfter rauskommen, die sagen mittlerweile schon an, dass eben der Tiefpunkt erreicht ist und eben in einigen auch schon, dass es sich wieder erholt. Ja, also die und auch die Prognosen sind das im zweiten Halbjahr dieses Jahres die Wirtschaft stark aufsteigen wird und dass im nächsten Jahr das Bruttoinlandsprodukt um insgesamt 5% steigen wird. Also das sind jetzt die Prognosen. Muss man sehen. Aber es ist eben Hoffnung und Licht am Ende des Tunnels und eben der Tiefpunkt bereits erreicht. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen sich nichts mehr leisten können. Ein paar Beispiele, die Mieten haben sich verdoppelt. Also das stimmt halt nicht. Ich vermute, dass er die nominalen Zahlen nimmt, aber man muss halt die realen Zahlen nehmen. Und da haben sich die Mieten verringert. Also was tatsächlich passiert ist, also Milei hat mit seiner DNU, also es ist also per Dekret, ein Gesetz aufgehoben, das hat eben festgelegt, dass jeder Mietvertrag eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren hat und der musste eben einem vorgeschriebenen Index folgen. Und weil das eben Vermieter auf einen auf eben einem hohen Risiko ausgesetzt hat,
haben eben 45% der Wohnungsbesitzer aufgehört zu vermieten und haben halt entweder verkauft oder sind zum Beispiel zu sowas wie Airbnb gegangen, sodass man eben nicht mehr gescheit mieten konnte. Dieses Gesetz hat Miele aufgehoben und dann seitdem und danach sind die Preise eben um etwa 40% real gefallen. Also die 50%, das sind, glaube ich, die nominalen Zahlen. Aber ja, ist halt schon etwas manipulativ, wenn man da jetzt die nominalen Zahlen nimmt. Weil man müsste eigentlich die realen nehmen, aber gut. Ein Viererpack Toilettenpapier kostet umgerechnet $5 und eine Tasse Kaffee kostet $4. Das ist bei den Einkommen in Argentinien für die meisten unerschwinglich. Die Argentinier lieben es, in Restaurants zu gehen oder in Bars. Das tun sie im Moment kaum noch. Die Restaurants sind leer. Sie gehen aber auf die Straße. Es gibt sehr viele Demonstrationen. Die werden auch immer gewalttätiger tatsächlich. Und die Gesellschaft polarisiert sich immer mehr. Vielleicht wie am Beispiel der Vereinigten Staaten unter Trump. Dann sind ja die Leute, die halt gewaltsam werden, das Problem, oder? Also ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht das, also da ist ja nicht Milei das Problem, sondern halt die Leute, die gewalttätig werden. Ne? Die sind doch das echte Problem. Nicht der, gegen den Gewalt verübt wird, sondern der, der die Gewalt ja unternimmt. Ja, also es ist. Naja, das ist halt diese linke Logik. Worte sind Gewalt, aber Gewalt ist eine wichtige Meinungsäußerung. The voice of the unheard. Ja, mich verblüfft auch dieser Kollektivismus, den er da verwendet. Die Argentinier tun das. Ich bin mir relativ sicher, dass es nur eine sehr kleine Minderheit der Argentinier gewalttätig wird. Ja, also es oder auch überhaupt erst demonstriert. Vielleicht so 1-2%. Die Mehrheit hat ihn ja gewählt. Also. Ja, ja, über 55%. Also. Er hatte ja 55,7% der Stimmen bekommen in der Wahl, also ja. Ja, und vor allem, er hat auch angekündigt, was er machen wird. Es ist jetzt nicht so, dass das, wie es normale Politiker machen, dass die irgendwas versprechen und hinterher was komplett anderes machen. Ja. Und er hat eben auch klar gemacht, dass es erstmal zu Schwierigkeiten kommen wird. Ja, also er hat, also auch in seiner Antrittsrede hat er auch gesagt, die nächsten Monate werden erstmal hart werden. Und das hat er eben auch ja im Wahlkampf immer wieder gesagt. Ja, also es war jedem klar, der für Milei gewählt hat, wenn ich den jetzt wähle, dann wird es erstmal scheiße werden. Aber halt am Ende kommt eben dann das Licht des Tunnels. Und in der Tat, also die so neuere Zahlen zeigen halt, dass eben zumindest der Tiefpunkt schon überstanden ist. Also jetzt kommt es so langsam ins Wachstum rein, Argentinien, aber gut. Wo die einen viel Hoffnung haben auf den Präsidenten, die einzige Hoffnung, die sie im Moment überhaupt haben können, und die anderen, die sagen, er wäre lieber heute als morgen wieder verschwunden. Hm. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, wie Milei die Politik Argentiniens verändert hat. Ja, Milei ist ja ein Ultraliberaler. Er steht für Privatisierung, für die Beschneidung des Staates, das aber in ganz, ganz extremer Form. Er ist enorm basiert, also privatisieren ist wichtig, denn der Staat ist kein ordentlicher Unternehmer und der Staat macht dann halt meistens einfach irgendwas, ne? Also er haut halt dann sein Geld irgendwo hin und private Unternehmen, die haben dann eben ja den Anreiz, Profit zu machen, und Profit bedeutet ja, dass ich mehr Wert aus etwas rausbekomme, als ich reingesteckt habe. Ja, das bedeutet, ich habe einen Mehrwert für die Gesellschaft erwirtschaftet. Also ein gutes Beispiel ist ja diese Fluggesellschaft. Das wurde mal mit einer amerikanischen Gesellschaft verglichen, die eine ähnliche Anzahl an Flugbewegungen hat. Und da hat sich herausgestellt, dass die argentinische Airlines staatlich das Fünffache oder so an Mitarbeitern hatte wie die amerikanische. Also das verdeutlicht, wie extrem die Ineffizienzen sind. Wahlkampf immer wieder aufgetreten mit einer Kettensäge und wollte damit demonstrieren, wie er den Staat beschneiden will. Er sagt selber, er ist derjenige, der den Staat von innen heraus zerstört, und damit hat er schon angefangen. Er hat 13 Ministerien einfach gestrichen, die gibt es nicht mehr. Er hat zehntausende Staatsbedienstete auf die Straße gesetzt. Er hat Renten gekürzt zum Beispiel auch. Also das muss man wieder differenziert sehen. Also insgesamt sind die Ausgaben für Pensionen, glaube ich, um 30% gesunken. Aber
real sind die Mindestrente, die du bekommen kannst, ist zum Beispiel gestiegen. Ja, also die, unter Milei. Ja, also es ist praktisch eben, damit es sozial verträglich ist, ja, wie Olaf Scholz sagen würde. Subventionen, er hat Umwelt- und Arbeitsrechte reduziert und das führt natürlich alles dazu, dass die Menschen einfach nicht mehr das Geld haben, ihrem normalen Leben nachzugehen, sondern sich jetzt beschränken müssen. Also all diese Dinge haben nichts damit zu tun, dass sie sich beschränken müssen, außer vielleicht die Renten, aber wie gesagt, das hatte ich ja schon erklärt. Wenn dein normales Leben ein Leben auf Pump ist, dann musst du es halt irgendwann beschränken oder mehr verdienen. Und in Argentinien wird offensichtlich nicht mehr verdient. Also muss man es jetzt eben beschränken, ja. Welche Auswirkungen hat der Politikwechsel bislang denn schon gebracht? Die Stichwahl hat er ja mit 55% gewonnen. Wie sind denn die Zustimmungswerte jetzt nach einem halben Jahr? Die sind etwas schlechter geworden. Mal sehen, wie das weitergeht. Er hat es jetzt tatsächlich geschafft, ein Notstandsgesetz durch den Senat zu kriegen. Das gibt ihm das Recht, ein ganzes Jahr lang Gesetze ohne das Parlament zu erlassen. Vor kurzem hat er eine Rede gehalten. Da war der zentrale Satz, no hay plata. Und damit hat er ins Schwarze getroffen. Es gibt kein Geld zu verteilen. Viele haben ihm ein halbes Jahr eingeräumt und haben gesagt, da muss man erstmal jetzt diese Radikalkur laufen lassen. Da werden wir eine Durststrecke haben. Aber danach müsste die Wirtschaft eigentlich anspringen. Sie springt aber nicht an. Also ich weiß nicht, wo der das her hat. Sie springt aber nicht an. Also ich meine, es gibt sehr viele Sektoren, wo halt bereits der Tiefpunkt schon übergangen ist. Und wie gesagt, die Prognosen sagen, zweites Halbjahr wird die Wirtschaft in Argentinien wieder wachsen. Also ja, ich möchte mal auf den Punkt, den er davor gemacht hat, eingehen. Und zwar hat er gesagt, ja, also die Umfragewerte sind schlechter geworden. Das ist ja ganz interessant. Zuerst nennen sie die genaue Prozentzahl und dann auf einmal nicht mehr. Also ein Schelm, der sich was Böses denkt, dass die einfach nur sehr niedrig gesunken ist. Er nennt die noch. Ah, okay. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Ja, die ist aber auch falsch. 6 Monate sind rum, sogar etwas mehr. Und Argentinien befindet sich in einer tiefen Rezession. Was hat er geschafft? Er hat es tatsächlich geschafft, das Haushaltsdefizit dieses aufgeblähten Staatsapparates zu kürzen. Es gibt jetzt tatsächlich einen Haushaltsüberschuss. Das ist aber nicht so viel wert, weil der nicht durch gesteigerte Einnahmen zustande gekommen ist. Es kommt nicht mehr in die Kassen, sondern Ja, Moment. Also das würde ja dann bedeuten, dass die Leute mehr an den Staat geben, ne? Also dann halten die Leute halt weniger Geld und der Staat würde das Geld halt dann verschwenden. Okay, so. Also die Logik ist schon super. Also ein Haushaltsüberschuss ist nur dann was wert, wenn er durch Mehreinnahmen erzielt wird, nicht durch Kürzungen. Also das ist komplett willkürlich. Einfach nur dadurch, also, dass... Es ist für den Haushaltsüberschuss, für die Staatsfinanzen, oder sagen wir mal die Stabilität der Staatsfinanzen und die seine Kreditwürdigkeiten spielt es eigentlich kaum eine Rolle, ob das jetzt durch Mehreinnahmen oder durch Kürzungen zustande kam. Es ist ja eher sogar so, dass die Kürzungen nachhaltiger sind, weil man dann noch mehr Potenzial hat, Einnahmen zu erzielen. Dass die Staatsausgaben so sehr gesunken sind. Das bringt erstmal nicht viel. Das bringt aber Folgendes. Der Staat ist wieder zahlungsfähig und das mögen die Banken. Der IWF und auch eine chinesische Bank haben jetzt gerade Großkredite verlängert, weil sie Argentinien wieder mehr Vertrauen schenken aufgrund der Zahlungsfähigkeit. Die Ja, also ich meine, was hilft das der argentinischen Bevölkerung? Also sie müssen halt nicht in den Default gehen, ne? Also sie sind halt dann noch zahlungsfähig. Also ich meine, Rothbard hatte mal geschrieben, dass das was ist, was ein Staat eigentlich schon machen sollte, ins Default gehen, aber jetzt halt so ein, aus Gründen halt, dass es halt gut ist, wenn er halt nie wieder was leihen kann, der Staat. Weil er dann halt weniger Geld zur Verfügung hat. Aber gut, also es gibt schon Gründe, warum Milei jetzt nicht ins Default geht, aber gut. Die Zentralbank in Argentinien hat den Leitzins gesenkt, ganz krass sogar. Und all das hat dazu geführt, dass die Inflation gesunken ist. Das bringt den Menschen allerdings gar nichts, denn auch die Reallöhne sind dadurch, dass viele Menschen arbeitslos geworden sind, die Reallöhne sind auch gesunken. Ja, aber wie gesagt, also Reallöhne sind gesunken, das stimmt, aber halt nur am Anfang. Also ich glaube im Januar und Februar und seit März sind sie, also im März sind sie etwa mit der Inflation mitgegangen. Und ich glaube jetzt im April
sind sie sogar etwas, etwas über der Inflation gewesen. Also die Reallöhne sind wieder dabei zu steigen. Ne? Aber ja, nochmal zum Punkt davor, dass er gesagt hat, dass die Zentralbank hat die Leitzinsen gesenkt und das führt dazu, dass die Inflation sinkt. Das ist ja auch ziemlich verquere Logik. Also im Fall von Argentinien ist das sogar gar nicht mal so absurd. Also es bis zu einer bestimmten Stelle, weil eben die Zentralbank so hoch verschuldet ist, dass wenn sie eben die, also die muss eben enorm viel Kohle einfach drucken, damit sie ihre Schulden bedienen kann. Und wenn sie jetzt die Zinsen senkt, dann muss sie nicht mehr so viel Geld drucken. Sodass, ja, okay, das ist jetzt eine Besonderheit dadurch, wie sich Argentinien finanziert. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Mechanismus, der eigentlich sehr wichtig ist zu erklären, der gar nicht genannt wird in dem Beitrag, dass es Argentinien, bevor Milei an die Macht kam, vor allem kurzfristig im eigenen Land verschuldet war oder zum großen Teil kurzfristig im eigenen Land verschuldet war, mit einem Zinssatz von 100%. 133%. Oder sogar 133%. Und das führt dazu, dass die Geldmenge von sich aus, ohne dass da irgendwie eine Neuverschuldung passiert, explodiert. Und das da, allein dadurch, dass eine Dynamik in die Hyperinflation ergeben hat. Jetzt sind die Menschen in einer Situation, dass sie nicht genau wissen, wie es weitergeht, ob sie bei Milei bleiben. Also was soll das heißen, ob sie bei Milei bleiben? What? So, also du müsstest halt einen Staatsstreich machen, um das zu machen. Ne? Also das sind halt vielleicht 0,5% maximal, die jetzt einen Staatsstreich machen wollen. Also was ist das denn? Er wurde halt gewählt, ja, und die Amtszeit des argentinischen Präsidenten ist 4 Jahre lang. Ja, er ist jetzt halt im Amt. Ob wir bei Milei bleiben, ist unklar. Ja, nee, Junge. Also was redet er da? 55% hat er gehabt bei der Stichwahl. Das ist laut Umfragen jetzt auf 45% gesunken. Also das stimmt auch nicht, ne? Also beziehungsweise es gibt mehrere Umfragen, ja, und bei einem Großteil der Umfragen ist er über 50%. Er hat 52, manche sagen auch so 56, sowas rum. Er kommt jetzt hier mit der einzigen, wo er so bei 45% ist, ja. Und wenn man sich die mal betrachtet, also das ist eine Umfrage der, das heißt Zuban Cordoba. Die hatten für die Präsidentschaft vorhergesagt, also dass Milei 48,7% bekommt. Er hat 55 bekommen. Ja? Also man muss da sagen, also der Unterschied ist halt 7%. Die sind halt eben enorm biased eben gegen Milei, diese Umfrage scheinbar. Ja? Wahrscheinlich ist sie nicht richtig repräsentativ oder sonst was. Aber wenn man eben sich die Umfrage dieser Leute anschaut, also in der Frage, wären die Umfragewerte eben nur um 3% gesunken. Gut, und ich meine, es ist halt auch nicht klar, ob jetzt jeder, der Milei gewählt hat, wirklich für Milei gewählt hat oder eben gegen den Massa. Ne? Also deswegen sind auch die, er pickt sich halt da eine Umfrage raus, in der Milei halt schlechter rauskommt, während es sehr viele andere Umfragen gibt, wo Milei halt über 50% ist und er eben etwa um den Wert, um den er gewählt wurde. Also es ist laut Umfragen, ja, eine einzige. Vielleicht gibt es auch mehr, die ich jetzt nicht gefunden habe, aber da ist auch meine Vermutung, dass die sich auch bei der Präsidentschaftswahl enorm verschätzt haben. Also ja, was auch relevanter ist als die nächste Präsidentschaftswahl, ist die nächste Senatswahl. Also sie haben in Argentinien ein ähnliches System wie in den USA, dass die alle 2 Jahre ein Drittel vom Senat neu wählen. Und da sieht es für Milei Unterstützung auch nicht schlecht aus. Also es sind, glaube ich, um die 50%, die sie dann an den Sitzen dazu gewinnen könnten. Ja. Also von denen, die dann gewählt werden. Und es stehen halt auch viele viele Sitze der Peronisten zur Verfügung. Da wird Mileis Partei La Libertad Avanza auch einiges abräumen. Also ich meine, die haben ja momentan im Senat 7 von 72 Sitzen. Das ist enorm wenig. Also das ist halt einfach eine komplette Minderheit. Ne?
unter 10%. Und die Frage wird wirklich sein, wie lange halten die noch zu ihm, die ihm bis jetzt den Rücken gestärkt haben? Im Moment sind, wie gesagt, praktisch jeden Tag Demonstrationen und die Stimmung kippt weg von Milei. Also die Umfragewerte von Milei sind relativ stabil, ja, auch bei dieser einen Umfrage. Da war halt eben auch davor, waren eben seine Werte davor auch schon relativ niedrig. Also es und sind eben auch da relativ stabil geblieben. Also es ist fragwürdig, was er hier sagt, ja. Also es, ja, und auch nach der Unterstützung im politischen System. Er hat gerade ein wichtiges Gesetzbündel durch den Kongress gebracht. Das zeigt, dass er noch die Unterstützung hat und nicht, dass er eine Lame Duck wäre. Ja, also ich. Das, obwohl er keine eigene Mehrheit hat. Ja, also ich meine, auch wenn man dieses. Auch das Gesetzesprojekt, das war ja, dass er, also das muss noch mal ins Abgeordnetenhaus. Der Grund ist, dass der Senat einige Änderungen von dem, was aus dem Abgeordnetenhaus kam, also der hat da eben noch ein paar Änderungen eingeführt. Und jetzt kommt eben noch im Abgeordnetenhaus die Abstimmung, ob sie diese Änderungen annehmen oder nicht. Und wenn sie eben nicht annehmen, dann wäre es eben besser. Und es wird aber nicht mehr an den Senat zurückgeschickt. Also im Senat wurde das Gesetz nochmal etwas beschnitten. Jetzt kann das Abgeordnetenhaus aber sagen, nee, wir nehmen das, was wir original gewählt haben. Also das Gesetz kommt sicher, oder dieses Gesetzesprojekt kommt sicher, aber eben, also entweder besser oder etwas schlechter. Ist unklar noch. Nun ist Milei ja heute in Berlin von Bundeskanzler Scholz empfangen worden. Es gab Gespräche. Da fragt man sich, wie schaut denn das Ausland auf Milei? Ich glaube, da wartet man auch einfach noch ab. Also das Beispiel Deutschland zeigt ja jetzt, er ist willkommen. Man möchte Geschäfte machen mit Argentinien, wenn es eine Win-Win-Situation geben kann. So ist das ja überall, dass man dann einen Präsidenten wie Milei von dem zweitgrößten Land in Südamerika natürlich nicht auslädt. Der Preis, den er jetzt bekommen hat, spricht dafür. Es gibt einfach ja weltweit mittlerweile politische Bestrebungen in die gleiche Richtung, Ultraliberalismus. Der Staat soll sich zurückziehen, Privatisierung. Die Menschen, hat Milei gesagt, darf man nicht mehr so sehr pampern, nicht mehr so sehr an die Hand nehmen. Die müssen endlich mal aufstehen und selber sehen, wie sie weiterkommen. Und das. Es zeigt wieder, dass die Journalisten und Politiker den Normalbürger als kleines Kind betrachtet. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Jetzt andere Politiker aus anderen Ländern Milei empfangen und versuchen, mit ihm Geschäfte zu machen, das ist nachvollziehbar. Dankeschön für diese Einschätzung, Peter Sonnenberg. Ja, Video vorbei. Was hätte man anderes von der Tagesschau erwartet? Also meine Erwartungen wurden eigentlich genau erfüllt. Umstrittener Sender. Das umstrittene Staatsformat Tagesschau. Ja, also ich meine, es wurde halt versucht so darzustellen, dass eben Milei eben so ein Reichen, also so nur gut für die Reichen ist. Falsch. Es wurde eben so dargestellt, als wäre die Inflation, als wäre die Wirtschaft praktisch im freien Fall und es gibt keine wirkliche Aussicht oder Anzeichen dafür, dass es besser wird. Auch falsch. Es wurde gesagt, dass Milei mittlerweile sehr unbeliebt ist und es sehr, also dass zumindest anzusprechen ist, dass er möglicherweise irgendwie sehr bald nicht mehr Präsident wird. Könnte man vielleicht auch einfach, weil es gewaltsame Proteste gibt oder so, oder weil er noch 45% Zustimmungswerte hat, was er hat höhere, aber gut. Und dann haben, ich meine, Olaf Scholz hatte eher so um die 20, also deswegen sagen wir auch nicht, er hat jetzt nur noch 20. Wenn der 45% hätte, wäre er froh drum, sage ich euch. Ja, oder weil es irgendwelche Krawalle am 1. Mai gibt, dass der Bundeskanzler kurz davor ist, gestürzt zu werden. Ja, also ziemlich realitätsfern irgendwie. Also es ist. Ja, und für einen ehrlichen Vergleich müsste man ja auch sagen, was wäre eigentlich gewesen, wenn in Argentinien alles einfach so weitergelaufen wäre. Also wir haben es ja schon angesprochen, durch die kurzfristige Verschuldung, dass die praktisch der Weg in die Hyperinflation vorgezeichnet war.
mit Inflationsraten um die 1000% für dieses Jahr. Und ob es dann überhaupt über das ganze Jahresjahr ein Wachstum gegeben hätte, wäre ja auch sehr fraglich in so einer Situation. Also, ja, wenn man sich Großhandelspreise im Dezember angeschaut hat, wenn man die annualisiert macht, also wenn man sagt, jeden Monat dieselbe Inflation wie im Dezember, wenn es auf 17.000 etwa rausgekommen. Ja. Und auch, also es ist ja einfach sehr seltsam, wie es dargestellt wird. Ja. Oder nicht seltsam, ne? Aber halt so, der ist schlecht, ne? Der Milei ist schlecht und mehr Staat ist mir lieber und es geht gar nicht, wenn mal jemand den Staat ein bisschen runterfährt. Also es ist alles ziemliche Staatspropaganda, ganz ehrlich. Ja, und also das Weltbild dahinter ist ja auch sehr interessant. Dieses Nullsummendenken, wenn es der Wirtschaft schlechter, besser geht, dann geht es den Menschen schlechter, weil die irgendwie die Leute ausbeutet und der Staat uns davor beschützt oder so. Dass der Staat die Bürger wie Kinder behandeln muss, weil die allein nichts auf die Reihe bekommen. Ja. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel dazu zu sagen, oder? Ja, ich glaube, die meisten Sachen, die es nicht erwähnt haben, die haben wir schon im Video ergänzt. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank an Rom und Tax Evaderism. Ja, gerne. Und auch vielen Dank an dich, Herr LDJ. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, Kakao. Ja, auch von mir war es eine Freude, dabei zu sein. Wir sehen uns. Ciao.